Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. So, liebe Freunde von Schwabensocker, wir sind hier beim TSV Friedberg, dem Spitzenreiter der Bezirksliga Süd. Wir unterhalten uns heute mit dem Abteilungsleiter vom TSV Friedberg, Markus Mendel, hallo, und dem Trainer Reini Kindermann. Reini, fangen wir bei dir vielleicht mal an. Souveräne Tabellenführung, läuft alles super. Bist du überrascht oder eher nicht? Ich bin absolut überrascht. Unser Ziel war eigentlich in der neuen Liga unter die ersten fünf. Und bis jetzt läuft es super und wir können voll zufrieden sein. Und ich versuche auch die Mannschaft darauf vorbereiten, dass es noch sehr viele schwere Spiele kommen gegen die oberen Gegner. Und dann sehen wir, wo wir stehen. Wunderbar. Da würde ich gleich überleiten zum Abteilungsleiter. Bob, kann es das gute Jahr werden für euch? Ihr wollt es schon lang. Ihr wollt es schon lang aufsteigen. Viele Jahre habt ihr es probiert. Dieses Jahr schaut es danach aus. Ja gut, es sind jetzt 7 Spiele gespielt, es sind noch 23 Spiele, wir haben die ganzen oberen noch, also wir sollten ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Was heißt das gute Jahr? Ich meine, wir haben vor 2 Jahren begonnen, die Mannschaft umzustellen, zu verjüngen, mit eigenen Talenten zu spielen und haben jetzt 2 Jahre hintereinander den 4. Platz erreicht, was ja eigentlich auch schon super war. Aber jetzt zahlt es sich vielleicht auch ein bisschen aus, dass wir auch die Mannschaft auch so zusammenhalten wollen und mit vereinzelten Spielern, die uns dann noch weiterbringen, die in unser Gefüge reinpassen, verstärken. Und ich denke, das ist bis jetzt in der Saison ganz gut gelungen. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Bei euch ist ja bekannt, dass die aktiven Mannschaften viel zusammenarbeiten. Sprich, zweite Mannschaft schaut der ersten Mannschaft zu, erste Mannschaft schaut der dritten Mannschaft zu. Merkt man davon was im Klima von Verein selber, dass man da vorne jetzt mitspielt und da was gehen könnte es ja? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir sind inzwischen, und das war eigentlich so die Maßgabe, als ich hier Abteilungsleiter geworden bin, ich will eine große aktiven Abteilung. Ich will nicht die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft, die dritte Mannschaft, sondern ich will einen großen Haufen, wo jeder jeden kennt, wo wir eine große gemeinsame Familie sind. Und ich denke, die Jungs von der zweiten, dritten, die unterstützen die Jungs von der ersten jetzt auch durch ihren Erfolg. Andersrum sind auch die von der ersten da und unterstützen die zweite. Und dann wollen wir mal gucken, wo es hingeht in dem Jahr. Reini, ihr seid ihr habt den besten Angriff, die beste Verteidigung der Liga. Plus 5 auf Babenhausen. Kam der ein oder andere Spieler vielleicht in deiner Mannschaft schon eine Überfliegermentalität da bekommen? Nein, das glaube ich nicht. Also die bleiben alle auf dem Boden. Unsere Stärke ist einfach die Mischung zwischen Techniker, Kämpfer, Läufer. Und man darf nicht vergessen, die jungen Spieler, also der Schnitt vor 2 Jahren, sind jetzt wieder ein Jahr älter. Dieses Jahr so, dass man eigentlich bis jetzt ein Neuer spielt. Und durch das werden wir immer eingespielter. Die kennen sie besser. Und unser Hauptaugenmerk war eigentlich in letzter Zeit, dass wir hinten ziemlich gut stehen und so basiert unser Spiel. Ist das dann auch für dich der Grund, warum es dieses Jahr so gut läuft, weil sich die meisten schon kennen? Weil namentlich habt ihr euch ja eigentlich nur durch Florian Baumgartl von DJ Kallehausen verstärkt. Ja, wie gesagt, die Jungen sind ein Jahr älter geworden. Unser Mittelstürmer, der Petruska, ist auch ein Jahr älter geworden. Der hat nach dem Abgang von Dabi Stani, haben wir am Anfang ein bisschen Lehrgeld zahlt am Start. Aber dieses Jahr haben wir gesagt, wir wollen einen guten Start machen, weil der Vorlegsohn unsere ganze Saison versaut hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir in letzter Zeit aufsteigen wollten. Wir haben den Schnitt gemacht und der war so circa 22, vielleicht sogar drunter, Durchschnittsalter. Und wir wollten schauen mit den jungen Spielern, wie wir in der neuen Liga überhaupt zurechtkommen. Mir war schon klar, dass wir so unter die ersten 5 spielen können, weil ich kenne die Kader und habe von vornherein gesagt, wir haben ähnliche Stärke wie Stetzling, vielleicht einen Tick besser. Und ich habe ein bisschen vielleicht mit dem zweiten Platz gerechnet, weil für mich war klar, dass Druck eigentlich erster macht. Die haben es ja nochmal verstärkt. Und auf den zweiten Platz ein kleines bisschen geschielt, weil ich nicht weiß, wie die Absteiger, ob sie die verstärkt haben und wie stark sind sie wirklich. Und das habe ich ein kleines bisschen auf den zweiten Platz geschielt. Verwundert es dich dann, dass die Türken dann doch nicht da oben rumspielen und Schwaben als Absteiger auch seine Probleme hat in der Liga? Ich habe die Türken gesehen und habe Schwaben gesehen. Ich habe die Türken gegen Stetzling gesehen und habe sofort gesehen, dass sie defensive Probleme haben. Und bei Schwaben ist ähnlich.
Schwaben hat in der Offensive gute Leute, hat aber auch in der Defensive ein bisschen Probleme. Okay. Bob, dann frage ich dich einfach mal. Reini hat schon gemeint, ihr habt versucht, einen Schnitt zu machen, die Mannschaft zu verjüngen. Erlaubt mir die Frage, ich sage jetzt mal, ihr habt eure Einkaufspolitik verändert. Ihr seid von den, nennen wir sie mal, Söldnern, die nach Frippe gekommen sind, weggegangen und habt euch an die jungen Heißen gemacht, oder? Ja, was heißt, wir haben uns an die jungen Heißen gemacht. Wir haben, ich denke, wir investieren viel Zeit, viel Geld und viel Kraft in unsere Jugendarbeit als einer der wenigen noch. Und da schauen wir halt, dass wir dadurch auch die Jungs bei uns halten können und bei uns einbauen können. Wenn man sieht, wir haben von 60 Aktiven, die wir haben, sind knapp 50 aus der eigenen Jugend. Ich denke, das spricht Bände, mehr braucht man nicht sagen. Und dann ist es wirklich so, dass wir die Einkaufspolitik so ausgerichtet haben, wir suchen uns Spieler, die uns spielerisch weiterbringen, die aber in unser Konzept und in unsere Mannschaft reinpassen. Und ich denke, da haben wir die letzten 2 Jahre gute Arbeit geleistet und schauen wir mal, wo es jetzt dann die nächste Zeit noch hingeht. Sprich, die nächste Zeit heißt diese Saison erstmal. Was meinst du, was wichtig ist für die Mannschaft, damit die weiterhin so gut mitspielt und oben bleibt? Ja, dass sie am Boden bleiben, dass sie wissen, dass sie nur durch den Kampf, durch den Einsatz und die Leidenschaft, die sie jetzt am Anfang der Saison auch gezeigt haben, da oben bleiben können, weil, sagen wir mal, es wird wenige Mannschaften geben, die uns klar überlegen sind in dieser Liga, aber durch den Zusammenhalt, den wir halt hier haben und den Kampfgeist, ist alles möglich. Wie gesagt, wir gucken, was rauskommt. Wie es der Reini schon gesagt hat, wir hatten in der Planung, wir wollen gern unter die ersten 5 wiederkommen, wie die letzten beide Jahre. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Wir sind für alles offen. Super, jetzt geht es erstmal weiter mit Fellheim morgen Abend. Reini, weißt du schon, wie du meine Mannschaft einstellen wirst morgen? Ja, ich stelle die Mannschaft eigentlich so ein wie immer. Ich habe zur Mannschaft jetzt bis jetzt immer so gesagt, wir haben Respekt vor jedem Gegner, das heißt, egal welcher Tabellenplatz, weil wenn man von vornherein schon sagt, ja, die sind jetzt vorletzt oder was weiß ich für ein Platz da hinten, dann hat man eigentlich schon einen Teil verloren, weil ich gehe davon aus, dass jetzt jeder Gegner gegen uns gewinnen will und Fellheim hat eigentlich in den letzten Jahren immer Spiele, sehr starke Mannschaft gehabt, die sind, glaube ich, dieses Jahr nicht ganz so stark, da sind, glaube ich, 2, 3 Leute weggegangen. Aber trotz alledem müssen wir uns jedes Spiel erarbeiten, versuchen sofort die Stärken vom Gegner zum Abstellen und dann selber dominant im Mittelfeld aufzutreten. Heißt das dann auch, dass Frippeck ab jetzt die Titelfavoritenrolle übernehmen wird in jedem Spiel? Nein, so würde ich das nicht sagen, dass wir Titelfavoritenrolle sind. Das ist so, wir müssen jetzt erst einmal schauen, wenn die oberen Gegner kommen, außer dass jetzt der Fellheim hier vorlassen will. Aber da müssen wir erst mal schauen, wie wir da bestehen, wie stark die wirklich dann sind, wenn sie gegen uns spielen. Wir versuchen auf jeden Fall, egal gegen welchen Gegner, ob auswärts oder daheim, jeden Gegner sehr schwer zu machen, um gegen uns zu gewinnen. Wunderbar. Wir wünschen auf jeden Fall, dass es morgen Abend ein unterhaltsames Spiel wird. Wir wünschen beiden Mannschaften auf jeden Fall viel Erfolg und dann freuen wir uns auf morgen. Dankeschön.